Liebe Schwestern und Brüder, in der Auslegung zu unserer Stelle sagt der große Prediger der alten Kirche, Johannes Chrysostomus, dass man auf die Verschiedenartigkeit der Berufungen achten muss. Wir kennen die Berufung von Jakobus, Johannes, Philippus, Petrus, Andreas, die auf dem See oder am See gerufen werden, ihr Handwerk, ihren Familienbetrieb verlassen und Jesus direkt nachgehen. Parallel etwa zu dieser Berufungsgeschichte hier, die wir eben hörten, in ganz kurzen, lapidaren Bemerkungen, sieht Chrysostomus die Berufung des Paulus. Warum nicht wie die anderen von Anfang an? Warum sammelt Jesus nicht von Anfang an direkt eine Gruppe von 12 und die steht dann fest, sondern nach und nach? Wenn wir ihm in seiner Auslegung zuhören, merken wir, dass es auch um uns selber geht. Jesus beruft dann, so sagt er, wenn das Herz allmählich und langsam bereitet worden ist, sodass es wirklich zum Gehorsam finden kann. Es braucht eine öffentliche Wirksamkeit, die diesem Matthäus nicht entgangen ist. Zöllner begegnen vielen Menschen. Sie hören sozusagen alles, die Zeitung der Antike, Nachrichtendienst pur. Er weiß, wer Jesus ist. Er weiß, was er tut. So hat Gott seine Berufung vorbereitet. Und so kann er gehorsam sein und wie die anderen alles stehen und liegen lassen und ihm nachgehen und ihm folgen. Vielleicht müssen auch wir ganz neu lernen, auch in unserer Zeit, wenn wir so große Worte sprechen wie Berufungspastoral und wie könnte das in unserem Land anders sein, dass wir das auch perfekt organisieren. Nur leider haben wir keine Berufungen. Vielleicht müssen wir es lernen, alle miteinander lernen, gleich zu welchem Ort und zu welcher Gestalt des Christseins wir in der Kirche gerufen sind, dass wir die Barmherzigkeit Gottes entdecken lernen, wie er unser Herz bereiten will, wie er sich in Barmherzigkeit unserem Leben und unserem Herzen zuwendet, damit wir überhaupt in der Lage sind, seinen Ruf zu hören, und schließlich bereit sind, ihm zu folgen.